Vielen Dank. Was ist das? Vor 3 Jahren ist der Reaktor hier explodiert. Die Anlage war hoffnungslos veraltet. Hätte man sie nur regelmäßig gewartet, wäre dieser Unfall nie passiert. Typisch Shinra wieder. Aber sie haben auch die Gedenkstätte errichtet. Sieht denen gar nicht ähnlich, so ein Denkmal. Das Team für den Wiederaufbau hat sich ins Zeug gelegt, nicht? So ein hübscher Stein. Spricht sie aber trotzdem nicht von ihren Sünden frei. Ihr seid doch sicher müde. Bevor ihr zum Reaktor geht, solltet ihr euch ausruhen. Lieben gern! Das dort ist mein Haus. Es gibt auch ein Gästezimmer. Nutzt es ruhig. Na, das Angebot nehme ich gerne an. Ich werde mich etwas im Dorf umsehen. Eine Pause würde dir auch gut tun. Es ist genau, wie Sisney gesagt hat. Der Reaktorunfall hier wäre vermeidbar gewesen. Hätte man den Willen dazu gehabt. Wenn man es so betrachtet, ist Shinra womöglich kein Deut besser als diese Hitzköpfe von Avalanche. Pilze zu erkennen ist eine Kunst. Nimm zum Beispiel die Giftpilze, die dem Gonga-Pilz exakt gleichen. Ich und meine Nase können sie aussortieren. Aber du? Gelingt dir das auch? Erkennst du, welcher davon ein Gonga-Pilz ist? Der rechte. Richtig. Die Echten sind leicht an ihrem Geruch zu erkennen. Ich will euch heute etwas über die Geschichte unseres Dorfes erzählen. Und zwar über ein trauriges Ereignis, das ich... So, hoffentlich schon jetzt. Es hat mich so ab gerade, dass die Scheiße immer abbricht. Dieses Scheiß, ich wollte gerade auch sagen, ey Gato, was ein Schmutz, Alter, ohne Witz. Wieso bricht die Aufnahmen ab? Das ist, hat nichts mit der Neuheit zu tun. Das ist jetzt schon wenn immer man gewesen. Pilze so trocknet, entweder geben ist das sie Programm später ein gutes Aroma ab. Man kann sie in Suppen oder in Eintöpfen verwenden. Oder auch in einem Pilaf. Was magst du davon am liebsten? Was? Den Eintopf, glaube ich. Stimmt. Mama hat immer davon geschwärmt. Sie fand die Eintöpfe deiner Mutter einsame Spitze. Davon musst du mir demnächst mal genauer erzählen. Okay. Verbundenheit ist gestiegen, oder wie? Ah, die sind Kühe. Ah, mit den Kühen kann man spielen. Ah, nee, doch nicht. Hey, hey! Jetzt erschreckt doch den Armen nicht. Gute Grüße. Die wollen nur spielen. Also sag mal, du bist wirklich, wirklich stark. Mit deinen flinken Fingern bist du viel zu schnell für einen alten Mann. So spielt man also heute Karten. Ich lebe so in den Tag hinein, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Ja, ja. Ihr jungen Leute habt keine Zeit zum Verschwenden. Ihr habt noch genug. Solange man... Falls du ein...
Ihr Kinder des Planeten, schenkt mir euer Gehör. La 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 la. La 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 la. Interessierst du dich für das Klavier hier? Gestatten, Dorian vom Verein zur Popularisierung des Pianofortes. Wir haben uns der Unterstützung von aufstrebenden Talenten verschrieben, die es verstehen, den Noten auf einem Blatt Leben einzuhauchen. Bitte unterstütze uns doch bei unserer Mission, die Freude am Klavierspiel bis in den letzten Winkel dieser Welt zu tragen. Der Klang des Klaviers sorgt für Erholung und Entspannung. Endlich sind alle Setzlinge da, wo sie hingehören. Ich freue mich schon so auf die Ernte. Oh, ein Freund von dir? Komm rein. Mhm. Oh. Diese Augen. Du bist ein Soldat, oder? Hä? Ja. Oh. Kennst du unseren Sohn? Sex. Oh. Oh. Alles in Ordnung? Ja. Wie ist sein Name? Zack. Er heißt Zack Fair. Zack. Nein, tut mir leid. Oh. Er ist eines Tages einfach abgehauen. Anfangs schrieb er uns noch ständig, aber dann... Als ich dich sah, dachte ich, du könntest das Mädchen sein, von dem er immer gesprochen hat. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Ich glaube, Zack hat in jedem Hafen ein Mädchen. Oh. Naja, solange er seinen Spaß hat. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten, so heißt es doch. Ganz richtig. Falls ihr unseren Sohn trefft, dann sagt ihm, dass er uns mal schreiben soll. Versprochen. Sechs Eltern? Krass, ich hätte gedacht, dass wir ein Aerosator waren, weil Cloud, wenn die da hier reingeht, dass wir das ihr Bruder wäre. Ihr wollt schon los? Ich kann uns einen Tee aufsetzen. Oh, die vergiftet ich uns. Ich hab sie lange genug gestört. Hört sich nach Vergiftung an. Ihr seid jederzeit willkommen. Ich traue den beiden nicht. Komm. Ja. Man traut keinen. Ja, leider kann ich hier nicht durch. Ich will durch die Bude gehen. Ah, das können wir auch mit dir reden. Hey! Hi. Oh, Aris. Was hast du dir nur gedacht? Ich hab dir doch erzählt von Zack. Weißt du, am Wallmarkt meine erste Liebe. Ja. Er ist... hier in Gongaga aufgewachsen, weißt du? Da war jemand, der ihm ähnelte. Er entpuppte sich als sein Vater. Wie seine Eltern sich fühlen, hatte ich gar nicht bedacht. Unsere Begegnung hat bestimmt alte Wunden aufgerissen.
Das glaube ich nicht. Sie haben sich sicher gefreut. Das hoffe ich auch. Diesen Zack, in welcher Richtung? Liebst du ihn noch? Also Cloud, du bist aber ziemlich direkt. Ich glaube ja. Gäbe keinen Grund, es nicht zu tun. Schampe! Was? FF an Cloud. Aber okay, wir haben ja auch eine andere. Und wie war's? Sie meinten, sie hätten nichts gehört. Oh. Dich einfach so sitzen zu lassen. Vergiss den Kerl lieber. Hm? Er war Soldat, oder? Falls ja, ist er womöglich längst tot. Oh, ey, Junge, hab ich erschrocken. Cloud! Kurz herrscht dich dann bei mir, Alter. Sorry. Leg mich kurz hin. Sieht so aus, als würde Cloud Zack wirklich nicht kennen. Nö. Deswegen auch diese komischen Gedanken bei dem Namen. Erstmal schlafen. Ah, wo ist Barrett? Und Yuffie. Verwirrungen. Irgendwas geht in der Nähe des Reaktors vor sich, aber die Jugendwehr ist schon dran. Guten Tag. Ich kontrolle hier mal die Häuser. Ob hier keine. In meinem Bestiarium tauchen diese schwarzen Wesen nicht auf. Hey, ist das ein Fernseher? Nee. Was ist das? Keine Ahnung, was das für ein Bild ist. Jetzt nicht werden NPCs, diese Vögel, ne? Geschniegelt und gestriegelt. Oh. Chocobo, choco, choco, chocobo. Ah. Ah! So, haben wir uns jetzt beruhigt. Chocobos sind unsere Freunde. Kann ich kein Chocobo kaufen? Oder wie? Mach die Muskeln locker! Okay. So, dann gehen wir mal hier gucken. Hier sind ein paar Ausrüstungsgegenstände hier. Da ist wieder einer, der irgendwie was. Bitte keine wilden Tiere füttern, ja? Karten. Spiel machen möchte. So, was hat der denn? Entschuldigung, war gerade so eine schöne Stelle im Traum. Was? Perverser. Oha! Banditenreif, auch krank. 14 Stück, bitte. Na, warte. Für 3 Stück. Für die Gruppe. Kolin-Armreif kann man auch eine kaufen. Da fällt gar nichts mehr. Aber dass man die hier nochmal kaufen kann, ne? Bisschen komisch, aber okay. Doch echt geträumt, ich suche einen richtigen Teil, um einen Flug zu flicken. Sonst so scheiße hast du. Ja? So. Schon mal von Iso, dem Waffenschmied, gehört? Ich habe auch von dem Isomatte gehört. Oh, sieh an, Kundschaft. Schau dich ruhig um. Ja, du hast so gut wie... Ja, oder? Oh, 4 Karten.
Schau gern mal wieder vorbei. Nice. Damit hätte ich genug von Eis. Wir haben 5 Karten mehr jetzt. Die kleine Mary verdient. Schon mal von Iso ja, Waffenschmied gehört? Kommt wohl ursprünglich nicht. Oh, hallo. Ach, noch einer, der spielt. Du siehst aus, als würdest du Blut der Königin spielen. Aber stellt mal, das wäre so ein Glück. Was, Oscar? Machen. Wir haben jemanden gefunden. Ich werde aber die Aufnahme das hier anlassen. Das ist Oscar Sausewind, ein Chocobo im Dienst der Bürgerwehr. Er ist ja, ein riesiger Fan von Blut Bescheid. Der Königin und wird ganz mürrisch, wenn er nicht einmal pro Tag spielt. Wärst du vielleicht so gut, eine Partie mit ihm zu spielen? Klar, der Vogel hat ja auch Hände. Der kann Karten legen. Ist klar. Come on. So Leute, es geht hier heute am neuen Monat zu Final Fantasy VII Rebirth. Ich war ein bisschen weiter, hab ein bisschen weiter gezockt, ich habe jetzt vom neuen Kontrollpunkt gestartet. Es gab Probleme mit der Elgato, es gab alles, es gab Bildprobleme, es gab Tonprobleme, es gab Verbundenheitprobleme, Verbindungsprobleme. Die Aufnahme wurde 100-mal unterbrochen, ich hoffe es läuft alles. Ich habe nochmal eben gerade nochmal getestet, lief wieder alles. Der Ton war nicht gekratzig. Es war an manchen Stellen, wie immer das gekratzt hat. Ich habe das nochmal ganz nochmal neu installiert, das Programm. Und das Kabel nochmal gewechselt, das HDMI-Kabel. Und jetzt sind wir hier. Habe jetzt vom Kontrollpunkt neu gestartet. Wir sind ein bisschen weiter. Weiß nicht, das sieht man bestimmt hier. Wo sind denn die Speicherdaten? Ja, da sind wir schon Stufe 33, wir sind hier 32. Ich würde das Hauptsächliche nur machen und dann auf den anderen Kontrollpunkt switchen. Ja, das Einzige, was ich hier noch gefunden habe, ist halt eine Kiste. Die hatte ich nicht in dem originalen, also in dem anderen Speicherstand gefunden. Jetzt würde ich gerne schlafen. Jo, bis zum Aufbruch. Schlafen. Und in der Hoffnung, dass alles funktioniert. Und nicht wieder die Aufnahme abgebrochen wird. Ton kratzt oder sonst was. Dieses Geräusch! Das kam vom Reaktor! Ich gehe auf den Hügel! Vor allem einmal hatte ich dann halt auch aufgenommen, 40 Minuten lang, nichts, ab 15 Minute war alles nicht da. Das war so dämlich. Jetzt kann ich das Ganze alles wieder neu spielen. Das ist 40 Minuten oder 45 Minuten, dass ich jetzt neu spielen muss. Das heißt nicht so viel, aber es nervt trotzdem. Was? Cloud, hörst du das? Ja, eine Arma. Ob ich mit dem Next Ever Media hole, da haben wir wenigen Probleme, mal gucken. Aber wie heißt das andere? Moment mal, ist das der Grund, warum ihr hier seid? Ja, könnte man so sagen. Passiert das öfters? Seit ein paar Tagen, ja. Die Jugendwehr wollte der Sache nachgehen. Aber wir wurden aufgehalten von seltsamen Wesen. Schwarze, herumschwirrende, geisterhafte Wesen. In ihrer Nähe wird einem ganz anders. Geisterhafte Wesen, hört ihr? Du konntest sie sehen? Oh. Ja, schon. Wieso? Was sind das für Wesen? Das waren Mäuren. Das klingt ja vielversprechend. Genau! Gehen wir hin! Du bleibst mir schön hier. Was? Wieso? Ich will aber mit. Ich lass dich doch nicht frei im Reaktor rumlaufen. Kannst du auf die mal aufpassen? Ein echter Traumjob. Dauert nicht lange. Wir checken nur schnell die Lage. Sollte ausreichen, wenn wir Jungs uns das angucken. Nicht? Okay. Gehen wir. Ihr beide habt ein Auge aufs Dorf.
Ruhig dich mal. Mein Gott. Jung Kidnapping. Kann das genau sein? Was war das denn? Da war sie schon wieder. Diese Stimme geht ja durch. So. Wir bleiben hier. Was geht denn da bloß im Reaktor vor sich? Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Es kann auch hier passieren. Sisney hat mich über alles informiert. Ihr dürft durch. Alles klar, Chef. So. Speedrun. Ich mache jetzt gerade Speedrun, weil ich weiß, wo es jetzt lang geht. Ja, okay. Die Sammeln brauchen wir ja gar nicht. Stimmt hier. Wenn ich einen anderen Kontrollpunkt hier habe. Jetzt doch noch Meuren. Als hätte eine Arma nicht gereicht. Meuren? Was soll denn das bitte sein? Auch Wächter, aber welche des Schicksals. Sie erscheinen, wenn sich das Schicksal zu ändern droht, und bringen es zurück auf den rechten Weg. Haben wir es nicht schon einmal geändert? Das haben wir in der Tat. Doch vielleicht wachen sie jetzt über ein neues. Oh weia, wo bin ich da nur hineingeraten? So, Funkturm. Den hatte ich eigentlich eingenommen, aber ich habe Scheiße jetzt drauf. Den habe ich ja schon Kontrollpunkt, also von daher muss ich ihn auch nicht aufnehmen, das ist jetzt nichts Interessantes. Eigentlich sollte niemand außer uns die Meuren sehen können. Doch Sisney hat gesagt, dass sie es kann. Ja. Könnte eine Falle sein. Und jetzt? Wir werden sehen. So. Ich mache ab und zu mal so Schnitte, um zu gucken, ob das gerade gut ist oder nicht gut, weil ich bin so verunsichert bei dem Ganzen. Nee. Das ist auch noch so eine Quest, die ich gemacht habe. Wo ist denn jetzt der Pfand vorbei? Kein Bock darauf. Ganzen Fights hier skippen. Also gleich da. Dann mache ich einen kurzen Schnitt, ob da alles funktioniert hat und so. Aber es ist echt belastend. Muss man schon sagen. Eine Runde schwimmen. Ich wusste auch gar nicht, dass man in dem Spiel schwimmen konnte. Ach ja. Das hier sieht aus wie, habe ich gesagt, das sieht aus wie bei Horizon Zero Dawn. Keine Ahnung, sieht echt krass aus. So, wir machen mal hier einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Jo, hat alles funktioniert. Bin ich froh drum. Ja, warte mal. Ich wollte noch was zeigen. Wo war jetzt die Klinge? Das wollte ich gerade wissen. Wer hat die Klinge denn? Müsste sie sein, ne? Nee. Doch, das ist die. Boah. Sieht schon krass aus, ne? Also davon würde ich nicht aufgeschlitzt werden, Alter. Aber ist ein bisschen komisch gebogen. Wo hält man die fest? Das sieht aber echt krass aus.
War schon cool. Musst du selber aufpassen, dass du nicht aufgeschlitzt wirst damit. So. Jo. Wir gehen mal hin. Hinein. Ich meine, es kann eine Konsequenz. Das sieht echt aus wie von Hawaii Zero Dawn oder halt bei The Last of Us. Da hab ich irgendwie voll die Vibes von. Apropos, nee, das hab ich ja schon gesagt. Die E3 ist ja bald. Beziehungsweise die Summer Game Fest. Da freue ich mich richtig so auf. Ja. Mal gucken, was angekündigt wird. Da sind wir. Wow, unglaublich. Marco wird dort gefördert, wo der Lebensstrom besonders stark ist. Und wo geht's rein? Euren. Aber sie wirken anders. Meinst du? Komm. Sehr viel Maida. Es wird Zeit. Los, hier lang. Das sieht immer sehr viel Gott, ne? Oh, was passiert da? Sind wir endlich da? Maschallah. Wie lange dauert es noch? Man, noch circa eine Stunde. Welches Spielzeug nehme ich heute? Werden wir denn Waffen brauchen? Kleines Tschüss, was ist das denn? Dafür werde ich schon sorgen. So, hier können wir uns auch wieder auftacken, aber... Ja, die Punkte brauchen wir jetzt auch nicht verwenden, aber ich hatte gesagt, was geht denn hier ab? Hallo? Was machst du? Ich hab gedacht, dass ich das sparen wollte. Ja. Nachladen, Texturen laden irgendwie auch ein bisschen, ne? Los geht's. Ich bin bereit. Voll das mit wehtun. Mein Einsatz gibt's Dresche. Ich bin bereit. Jetzt gibt's auch. Los geht's. Mein Einsatz. So. War das etwa schon alles? Naja, hier war eine Truhe. Also hier ist eine Truhe da. Ja, ich glaube, das ist, das war eine bestimmte Klinge, ne? Irgendwas, was man... Genau, da ist das Kristallschwert. Was da im neuen Speicherstand hat. Ich meine, der, Ist die Mauer wieder? Ja, das war ja auch noch was. Zeit zum Spielen! Ja, komm. Ja, auch noch. Und tschüss! Ja! Sehr gut! Das sollte reichen. Jetzt oder nie! Na ja! So. Ja, hier ist es auf 4 gewesen. Echt nichts Besonderes. Da habe ich mich aufgeregt, dass es so wenig ist. Aber okay, wir können ja nicht alles haben. Ich glaube, hier müssen wir lang.
Das war ein Schia. Die war ich nicht. Ja, aber ich glaube, die ist nicht so viel. Ja, wenn man da reinkommt, weiß ich auch nicht. Ach du Schande! Hier steht ja alles komplett unter Wasser! Wir sind ja, genau, jetzt kommt das. Mit den Kabeln. So eine Arme. Los geht's, gibt's Dresche. Mein Einsatz. Schwersturm. Ja, ja, ist gut. Die hält nicht so viel aus, ne? So, und hier das Ding. Braucht Saft. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Und das Kabel ist quasi. Was ist das? Da. Keine Ahnung, welcher Hayupai das dann hier leiten wollte. Das kommt aber hier rein. Wiederhergestellt.